So, hallo, die Testaufnahme war synchron. Das ist jetzt einfach meine Standardbegrüßung. Ich bin bereits im Level von Relaxing Red Coins 2. Das ist also jetzt das nächste von dem guten Boostbo. Und Relaxing Red Coins 3 habe ich auch schon gesehen. Das heißt, wir. Wait, what? Kann ich mich an das Ding ranhängen? Ho, was zur Hölle? Das ist mir neu. Okay. Das ist interessant. Oh Gott, ich ho oh mein Gott, ich hoffe, dass. Oh Gott. Ich hoffe, das ist jetzt nicht das ganze Level-Thema. Sondern nur so ein Anfang. Guck mal, was mit dem Wind Tolles geht. Oh mein Gott. Die Winde waren ja noch nicht schlimm genug, als man sie normal eingesetzt hat. Nein, man muss jetzt auch noch so. Oh mein Gott. Was? Alter. Muss ich da irgendwie. Wie mache ich denn das darüber am blödsten? Ach so, ich gar nicht bewegen. Okay, gar nicht bewegen, dann. Okay. Ich dachte, ich muss mit dem Ding mitgehen, aber nein, ich bleibe einfach in dem Ding drin. Gar nichts drücken. Dann passt die Geschichte. Ah, ja, das muss man halt erstmal wissen. Okay. So. Jetzt bitte nicht mehr den Wind. Oh no. Aber wie gesagt, einfach nichts drücken. Okay, dann haben wir es ja verstanden. Dann ist es in Ordnung. Und jetzt haben wir unsere Red Coin-Räume. Wieder 6 Stück, wie gehabt. Unterschiedliche Challenges. Let's go. Mal gucken, ob wir irgendeinen auf Anhieb hinkriegen. Wäre cool. Yes! Tatsache. So, Nummer 1. Gehen wir gleich in Nummer 2. Und hopp. Okay, passt soweit. Dich nehme ich mal mit. Keine Ahnung, wo ich dich brauchen werde. Da noch nicht. Gut. Plopp. Plopp. Jupp. Muss auch mal gucken. Es müsste bald auch ein neuer Ninja-Speedrun da sein, ne? Ich weiß gar nicht, wann genau, aber ich glaube, so lange ist es gar nicht mehr hin. Oh! Das war ja cool. Okay, also fast first try, es war ein second try. Gehen wir hier unten weiter. Okay. Easy. Okay. Ah. Schade. Hat nicht funktioniert. Okay, aber es sieht soweit alles machbar aus, ne? Ja, der ist interessant. Der fühlt sich interessant an, wenn man da drüber springt. Schupp. Und schupp. Und schupp. Ups. So. Jetzt hier wahrscheinlich einfach wirklich, jawohl, einfach auf dem Speed bleiben und dann passt die Geschichte auch. Oh, das war's schon. So viel dazu. So, also den Sprung kann man doch eigentlich gar nicht verhauen. Das ist, sage ich nichts dazu. So, dann hier. Okay, da gibt es jetzt einen. Zack, nach oben. Sprung, jawohl, mit Bombe. Die kommt keine Ahnung wohin. Ah, ich kann ja eh nicht.
Okay, wenn ich das verhaue, muss ich eh resetten. Aber wo muss die Bombe hin? Ach, da rein! Verstanden. Da ist ja sogar die Spur. Es gibt ja immer so schöne Indikatoren, die sagen einem ja, was man tun muss. So. Plopp. Dann ist die Geschichte klar. Oh, ich hab's. Ich muss mehr schwingen. Swing it. Und zack. Und, ups, halt, erst die Bombe. So halt leider nicht. So halt leider nicht. Und zack. Und zack. Und zack. So. Genug geschwungen. Jawohl. Jetzt habe ich halt... Achso, doch, ich sehe es. Ich kann hier rein und dann kriege ich hier wieder einen normalen Sprungbrettsprung. Okay, das sollte... Also, wenn ich das jetzt verhaue... Danke. Das wäre peinlich gewesen. So, zwei Röhren haben wir noch. Plopp. Und zack. Hätte ich gewusst, dass der einen Fallschirm hat, hätte ich nicht so gepanickt. Weil dann ist das ja kein Thema. So, irgendwann muss ich abspringen. Oh oh. Okay, der fährt leider nicht mehr zurück. Das ist ein One-Way. Gut. Und hopp. Also direkt abspringen. Hui. Und hui und da drauf. Und dann das Feuer. Nicht berühren. Gut. Bascht. Flop. Einen haben wir noch. Okay. Und hopp. Und hopp. Komm, jetzt machen wir nochmal einen First Try. Das wär's doch. Das wär doch cool. Ah, das sieht gut aus. Da ist mein First Try. Sehr schön. Und jetzt einfach hier runtergehen. So. Und den Schlüssel einstecken. Und das war das Level. Sehr schön. Nice. Das war Red Coins 2, beziehungsweise Relaxing Red Coins 2. Und jetzt kommen die Relaxing Red Coins 3. Ah, hier oben haben wir sie. Und ich habe schon vorhin aktualisiert, was Neues ist noch nicht da. Also das ist das Neueste, was ich hier habe. 2,51%, 2 Minuten 29 der Rekord. Control your jumps. Okay. Okay. Na dann. Kontrollieren wir mal unsere Sprünge. Ah, ja, schon. Schon falsch kontrolliert. So, jetzt passt die Geschichte. Und ich habe nicht gesehen, wo ich hin muss. Aber zum Glück sind Münzen da. So, und jetzt kommen wir wahrscheinlich wieder in den Gang. Genau. Starten wir wieder unten links. Ja, das sind jetzt so Präzisionssprunggeschichten hier. Oh, der zieht rüber. Ich muss also schnell hoch. Oh, das wird wieder ein First Try, wenn ich keinen Quatsch mache. Nice. Kein Quatsch gemacht. Plopp. Machen wir oben links weiter.
Oh, ich habe überhaupt nicht hingeguckt. Der fährt ja hoch und... Aber wo... Hä, wo gehe ich denn dann hin, wenn ich da drauf... Ach, das ist eine Wolke, oder? Das ist eine Wolke. Nee, hä? Was tue ich, wenn ich da oben drauf bin? Ach! Ich bin blind. So rum ist das gedacht. Von unten gegenspringe, nicht oben drauf. Eieiei. Okay. Meinetwegen. Und hopp. Und hopp. Okay, Präzisionssprung. Go! So präzise war der jetzt leider nicht. Deswegen ist hier auch die Coin unten. So ergibt das natürlich viel mehr Sinn. So. Und zack. Und zack. So, jetzt aber, jetzt machen wir das richtig. Hoppa. So. Und damit haben wir es auch. Oh, das wäre fast ein First Try gewesen. Fast. Wenn ich den Anfang da nicht immer ständig verhauen hätte. Aber gut. So, machen wir diesmal erstmal die ganze linke Seite. Das heißt, die Röhre hier auch noch. Ich hab das völlig falsch gesehen in meinem inneren Auge gerade. Völlig falsch interpretiert. Warum gucke ich zum Bildschirm, wenn ich rede? Man weiß es nicht. So. Okay, schwinget. Hops. Okay. Oh, hätte ich den Anfang Quatsch nicht gemacht, wäre das wieder ein First Try geworden. Na gut. Wow, nicht da rein, nicht da rein, nicht da rein. Das wäre doof. So, machen wir unten rechts weiter. Und dann die ganze rechte Seite hoch. Plopp, plopp. Hops. Und hoch hier, jawohl. Und runter. Und rechtzeitig abspringen. Ah, ich hab's befürchtet. Ein bisschen später abspringen. Ein bisschen später abspringen. Und zack, hops. So. Okay. Und hepp. So ist besser. Oh, weia, jetzt muss ich... Muss ich den abwarten oder was muss ich tun? Ach so. Das habe ich nicht... Oh. Das habe ich nicht realisiert. Aber jetzt haben wir verstanden, wie es funktioniert, ne? So. Zack, 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 zack. Und hopp. Also wir wollen... Darüber. Nein! Ach man. Also das ist aber halt auch schon wieder eine krasse Sache, das hochzuladen, ne? Alles am Stück. Die sind jetzt nicht so schwierig, die Räume, aber alles am Stück ist halt auch schon wieder eine Nummer. Da braucht man echt lange für wahrscheinlich. So, jetzt haben wir das. Hätte geschrien, wenn ich den Sprung jetzt wieder verhauen hätte. So. Flop, flop. Ist da was drin? Ah ja. Okay. 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 Aber ich möchte den Raum bitte nicht allzu oft neu starten, weil der dauert am Anfang schon vor allem. Ich dachte schon. Ah, nochmal. Ach du grüne Neune, was? Was? Was passiert hier? Ach, jetzt hat es die noch... Okay, wir haben es, wir haben es, wir haben es.
Nur durchlaufen. Oi, 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 oi. Gut. Ah, den hätte ich nicht gerne öfter gespielt, weil der am Anfang ein bisschen dauert. So. Da waren wir doch gerade schon. So. Letzter Raum. Komm, noch mal ein First Try, da wäre ich zufrieden. Hopp. Okay, wie ist denn das jetzt, wenn ich mich da rausschwinge? Dann darf ich wahrscheinlich nicht, ne? Ich darf nicht zu weit schwingen hier. Oh, da muss ich jetzt erstmal in Ruhe kommen und dann runter. Okay, nice. Sehr schön. Flop, flop und raus. Blam. Prima. Ja, damit haben wir die zwei Level schon wieder geschafft. Ich kann kurz aktualisieren, aber vorhin war nichts da. Ich denke nicht, dass jetzt innerhalb der letzten 20 Minuten ein Level auftaucht. gucken wir mal, was der Ninja Speedrun so erzählt. Endergebnis. Zurzeit findet kein Speedrun-Event statt. Event beendet. Ah. Aber da sieht man mal, wie viele Leute dieses Spiel spielen. Wenn das da vorne der 62.317. Platz ist. Und wie viele da noch dahinter sind, ne? Das ist schon sick. Was? Okay. Ja, nehme ich. Was auch immer das ist. Cool. Heißt aber, aktuell kommt kein neu. Wann kommt das nächste? Man weiß es nicht. Hoffentlich bald. Steht das hier irgendwo, wann das nächste kommt? Nein. Okay. Ach, jetzt habe ich da einen Stern um mich rum. Ist das bei Kleidung aktiviert oder wo ist das ausgelöst? Nicht, dass ich will es nicht wegmachen. Mich interessiert nur, wo ich das einstellen könnte. Man kann das gar nicht wegmachen, ne? Ich meine, wie gesagt, ich habe nichts dagegen. Mich wundert es nur gerade, dass man es nicht, okay. Ja gut, dann kreist der Stern da jetzt rum. Sieht ja ganz hübsch aus. Machen wir noch ein Musiklevel? Machen wir noch ein paar schöne Musiklevel. Machen wir Beliebtheit, Spielthema, Quatsch, richtig, das passt auch alles. Eher schwierig. Nicht sehr schwierig, ist vielleicht ein bisschen zu krass, aber schwierig. Alle... Region passt. Musik. So, mal gucken, was wir da noch nicht hatten. Das haben wir gespielt. Music Mansion Türkisch Mal. Schlaf Colored Master Spark. Okay, das ist auch schon ein cooles Lied. Warum hat das eine schlechte Abschlussrate? 6,77%. Ja, let's go. Gucken wir mal, was uns da erwartet. Warum man da sterben kann. Oh, deswegen. Oh, Bruder, lass mich in Ruhe. Aber Checkpoint ist schon mal gut. Okay, irgendwo muss es rote Münzen geben. Oh, das ist voll cool gemacht. Und jetzt geht's von vorne los. Und dann geht's weiter.
Toho intensifies, Hilfe! Eieieiei. Da ist die erste rote Coin. Ach nee, das ist die einzige. Jetzt muss ich nochmal bis zum Ziel kommen. Verstanden. Also nochmal von vorne. Das heißt, jetzt dürfte eigentlich nichts Neues passieren hier. Also das haben wir ja eigentlich schon mal geschafft jetzt, ne? Komm schon, dann first tryen wir das Level. Da wäre ich sehr dafür. Kein Quatsch jetzt machen. Yes! Das war super awesome! Oh mein Gott, ich liebe sowas. Großartig. Richtig großartig. Was hat der noch so gebaut? Hat der mehr Musiklevel gebaut? Links Crossbow Training 2D. Ja, let's go! Mit dem Bogen, das ist echt cool, ne? Der Bogen ist echt nice. Ist ein bisschen einfach, dadurch, dass er jetzt die Dinger hier eingetragen hat. Aber vielleicht kommen auch noch Abschnitte, wo die nicht mehr da sind. So ist es doch ein bisschen sehr einfach, muss ich sagen. Ne? Wait, what? Oh! Ich hab verfehlt. Nee, da ist jetzt zu da oben. Okay, ich habe das anders interpretiert, als es war. Wait, wie muss ich das lösen? Wie muss ich das lösen? Ich meine, das sind ja zwei Pfeile. Muss wahrscheinlich schnell schießen, ne? Hintereinander. Ja, oha. Ja, jetzt ist zu. Jetzt kann ich nur resetten. Oha. Puh. Macht man seinen eigenen On-Off-Kram. Das ist schon auch interessant. Oha. Wait. Jetzt wird schon interessanter. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Puh. Okay, danke, 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 danke. Thanks for checkpoint. Oh. Na, wirst du wohl treffen. Dankeschön. Gut, den hätte ich ja jetzt auch so auslösen können. Es kommt mir gerade so. Aber gut. Oh, verstanden. Da muss ich aber so raus. Ah, okay. Cool. Oha. Da muss ich aber erst schnell... Okay, aber wir sind noch nicht tot. Noch ist alles drin. Ich muss...
Die Frage, die ich mir stelle, ist, kann ich langsam dadurch? Weil ich muss ja, wenn ich den Bogen gespannt habe, kann ich ja keine Geschwindigkeit mehr aufbauen. Also ich kann jetzt nicht... Jetzt kann ich nicht rennen. Reicht das? Ach so, das reicht sogar. Okay. Yo, what? Ah, okay. Ich glaube, ich muss mich da oben erst drehen, sonst haut es nicht hin. Oh mein Gott. Sick. Aber voll gut, ne? Der Bogen ist so ein cooles Ding. Warum war das klar? Oh Gott, ich kann nicht springen. Ich muss 1 Millimeter weit springen, gefühlt, und ich schaff's nicht. So, dankeschön. Oi, was ein Quatsch. Nice. Oh Gott, ist das gut. Damit kann man auch wieder coole Reaction-Level bauen, ne? Damit kann man auch wieder richtig coole Reaction-Level bauen. Oh, ich darf den On-Off nicht drücken. Huhuhu. Kritisch. Okay, hi. Ah, ich kann auch ihn drücken. Okay. Oh, ich darf aber hinten den Pau nicht. Oh. Na, wenn ich den Pau drücke, bin ich doch tot. Den Pau, den On-Off da drüben. Oder muss ich den On-Off drücken? Ach so. Ich dachte, ich muss ihn killen. Ah, so geht's auch. Wait, hier gibt's noch Stuff. Yay. Oh, so gut mit der neuen Musik, ne? Was ein cooles Level. Okay, was ein cooler Ersteller. Was hat der alles gebaut? Ich muss dem folgen. Ich muss dem Guy folgen. Divori. Was hast du alles gebaut und wie viel? Oh, oh Gott. Ach, das war gar nicht die Liste. Das ist die Liste. Ja, es ist auch nicht gerade wenig. Wir gucken mal in sein allererstes Level rein und dann entscheiden wir uns, ob wir mal von Anfang an den Typen spielen. Bin ja immer sehr Fan davon, wenn ich jemanden neuen finde, das dann alles durchzuspielen, was der gebaut hat, wenn er cool baut. Was haben wir denn hier? Oh boy. Oh boy. Ach so, Wandsprung. Verstanden. Ich sagte verstanden. Warum mache ich es denn dann nicht? Warum mache ich es denn dann nicht, wenn ich es doch verstanden habe? Ja, gut. Das hat nicht ganz funktioniert. So. Okay, da wäre nur ein Leben drin.
Oh. Hä? Wie geht's da drüben weiter? Soll ich einen Weitsprung darüber ziehen? Wahrscheinlich muss ich mit dem Weitsprung darüber ziehen. Wow, 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 langsam, langsam, Kollege. Ich konnte nicht weit... Hä? Ich konnte nicht weit springen. Oh, das war nicht, was ich wollte, aber vielleicht geht das auch. Yo, was? Was muss ich da tun? Wir müssen hier auch wieder Stück für Stück uns das Level erarbeiten. Aber es funktioniert. Ah, hier hoch, hier rüber, daran. Und dann, keine Ahnung. Jetzt muss ich da in die Röhre rein, oder was? Ist ja ekelhaft. Da ist ein Checkpoint. Uff. Okay. Das wollte ich nicht. Ich wollte mal einen Sprung machen. Ah. Zu bald. RIP. Das ist kritisch. Ich habe immer nur einen Versuch. Okay. Stopp. Too soon. Too soon. Komm, ich will das Level jetzt schaffen. Das gibt's doch nicht. Ich weiß, wir sind schon wieder über der Zeit. Aber ich will das Level jetzt... Oh mein Gott. Ich will das Level jetzt schaffen. So. Stopp! Oh, das ist... Das ist so schwer zu timen. Ah. Ich muss da dran denken, dass ich da warte. Hey, der ist weg! Der muss runtergefallen sein. Ich habe den irgendwie schon reingescoot. Ist er runtergefallen oder was? Was war das denn jetzt? Wie kann der denn einfach weg sein? Nein! Dang it! Nice. Jetzt muss ich den hochspringen lassen, während das Ding da ist. Ah, der kommt wieder zum Glück. Okay. Immerhin habe ich da mehr Versuche. Das ist ja schon mal ein Teilerfolg.
Oh boy, wahrscheinlich genau deswegen. Nice. So. Die Coins interessieren mich herzlich wenig. Ah, ich darf doch gar nicht rein, wenn ich da oben... Okay. Aber verstanden. Kriegen wir hin. Stopp! Nice. Sehr nice. So. Und da ist jetzt das Ziel, ne? Okay. Scheiß auf dieses Ding da oben. Ei. Okay, schön. Schön, schön. Dann folgt man dem Kollegen doch mal. Haben wir zufällig schon mal was von dem gespielt? Der macht wahrscheinlich viel Musikkram, ne? Hier gucken wir, Zerno. Ja, der macht viel, viel Tohu-Musik. Das ist doch voll... Und hier Soundchamp, ne? Lauter so Zeug. Ah, das wird voll gut. Lost My Peace ist auch ein großartiges Lied. Bluebird. Das gefällt mir. Den gucken wir uns beim nächsten Mal genauer an. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.